Hey und willkommen zu Gewiss. Heute sehen wir uns den Film Addams Family 2 an. Viel Spaß und haltet Popcorn bereit. Der Film beginnt mit Wednesday, die in ihrer Welt der verrückten Wissenschaft versunken ist und in ihrem Miniaturwissenschaftslabor auf der Wissenschaftsmesse der Schule ein böses Gebräu ausheckt. Wednesday ist die düstere schwarzhaarige Tochter der angesehenen Gomez und Morticia Addams und die Schwester des exzentrischen Pugsley. Gomez, Morticia und Pugsley besuchen Wednesdays Schule, um sie bei der Wissenschaftsmesse zu unterstützen. Wednesday präsentiert ihr Exponat mit der Hilfe ihres Onkels Fester, der sie sehr unterstützt. In ihrer Präsentation geht es um die Möglichkeit, Persönlichkeitsmerkmale von einem Lebewesen zu extrahieren und auf ein anderes zu übertragen. Ähnlich wie man eine schlechte Eigenschaft durch eine perfekte ersetzen kann. Die Vorführung ihres Exponats war ein großer Erfolg. Während der Preisverleihung am Mittwoch ist Adamantly nicht einverstanden mit der Entscheidung der Jury, die alle Teilnehmer der Wissenschaftsmesse zu Gewinnern erklärt hat. Während sie noch über die Ergebnisse der Schulmesse schmollt, erhält Wednesday ein Angebot des berühmten Curious Strange, mit ihm zusammenzuarbeiten. Curious Strange ist eine bekannte Persönlichkeit in der Welt der Wissenschaft. Wednesday lehnt das Angebot zunächst ab, überlegt es sich aber anders, nachdem Pugsley und Onkel Fester bei der Wissenschaftsmesse ein riesiges Chaos angerichtet haben. Zurück im Haus macht sich Wednesday Sorgen, dass ihre unterstützende Familie ihren Geist langweilig und ihre Leistungen unscheinbar macht. In der Hoffnung, das zu ändern, beschließt sie, das schwächste Glied der Familie, Pugsley, wieder in Ordnung zu bringen. Nachdem er das Fiasko seines Neffen bei den Frauen auf der Wissenschaftsmesse gesehen hat, besucht Onkel Fester Pugsley und bringt ihm sein selbstverlegtes Buch über das Umwerben von Mädchen mit. Später am Abend schwänzt Wednesday das Abendessen mit ihrer Familie, in der Hoffnung, dem ganzen Familiendrama zu entgehen. Sie sieht die Liebe und die Unterstützung ihrer Eltern als das Problem an, wenn sie einen bedeutenden Durchbruch in der Wissenschaft erzielen will. Als Gomez feststellt, dass Wednesday sich von ihrer Familie entfernt hat, beschließt sie, einen Familienausflug zu machen. In der Hoffnung, dass dies den Zusammenhalt der Familie stärken wird. Am nächsten Tag bereitet sich die gesamte Addams Family auf eine schöne Familienzeit auf ihrem Ausflug vor. Kurz vor ihrer Abreise taucht ein Anwalt namens Mustella unangemeldet auf und trifft sich mit Gomez und Morticia. Er behauptet, dass in der Nacht der Geburt der Tochter seine Mandantin das Kind im Krankenhaus vertauscht worden sein könnte. Er besteht darauf, dass Wednesday die Tochter seiner Mandantin ist und verlangt eine DNA-Probe, um ihre Behauptungen zu beweisen. Gomez und Morticia lachen über die Nachricht und nehmen an, dass dies einer von Wednesdays Streichen war, um sich an ihren Eltern zu rächen, die sie zu dem Ausflug gezwungen hatten. Als der Mann geht, wird Wednesday auf ihn aufmerksam und findet sein plötzliches Erscheinen verdächtig. Mustella lässt sich nicht abwimmeln und beschließt, der Addams Family auf ihrem Roadtrip zu folgen. Unterwegs wurde Fester von der Werbung für die Niagara-Fälle so verlockt, dass er beschloss, einen plötzlichen Umweg zu machen. Anstatt nach Salem zu fahren, macht die Addams Family ihren ersten Halt an den Niagara-Fällen. Um Wednesday aufzumuntern, überreden Morticia und Gomez, die Wasserfälle zu erkunden. In der Zwischenzeit erregen ein paar Mädchen Pugsleys Aufmerksamkeit und Fester beschließt, dass dies der beste Zeitpunkt ist, um die Anmachsprüche aus seinem Buch zu testen. Pugsley hat es nicht geschafft, mit einer von Festers Anmachsprüchen Eindruck zu schinden. Wednesday beschließt zu helfen, indem er seine Pugsley-Voodoo-Puppe herausholt und ein paar kranke Tanzschritte vorführt. Was sich als einfacher Tanz herausstellte, endete damit, dass Pugsley zusammen mit der Puppe in den Wasserfall sprang. In der Zwischenzeit gelang es Gomez, sich ein paar Fässer zu sichern, mit denen er im Wasserfall spielen konnte, als Morticia Mustella mit einem Handlanger auf dem Weg zu ihnen sah. Beim Versuch, Mustella zu entkommen, packt Gomez Wednesday, wirft sie in ein Fass und kickt es zusammen mit sich und Morticia in den Wasserfall. Angesichts des unberechenbaren Verhaltens ihres Vaters nimmt Wednesday an, dass ihr Vater nach dem plötzlichen Familienausflug und der ungerechtfertigten Umarmung, die sie von ihrem Vater erhält, im Sterben liegt. Zurück auf der Straße macht sich Morticia Sorgen, weil sie keinen Kontakt zu Grandmama, Gomez Mutter, herstellen kann, die sich in ihrer Abwesenheit um das Haus kümmert. Sie macht sich aus gutem Grund Sorgen, denn Großmutter hat beschlossen, während ihrer Abwesenheit eine Hausparty zu veranstalten. Sie lädt wahllos Fremde in ihr Haus ein und verlangt dafür Geld. Als neue Gäste eintreffen, stellt Großmutter den Mittelpunkt der Party vor. Die singenden Köpfe, von denen sie behauptet, sie hätten ein ganzes Barbershop-Quartett enthauptet. Also es scheint, dass die Gäste davon nicht allzu begeistert sind, rennt sie davon. Zurück bei der Addams Family haben sie endlich ihre zweite Station erreicht, das berüchtigte Sleepy Hollow. Sie beschließen, die Geschichte zu erzählen,
wie Pugsley und Wednesday unter dem Lagerfeuer geboren wurden. Fester erzählt die Geschichte von Wednesdays Geburt und wie er zu dieser Zeit im Krankenhaus war, um sie zu sehen. Gomez und Morticia haben den Verdacht, dass etwas nicht stimmt und bestehen darauf, dass Fester die Geschichte erzählt. An jenem Tag war Fester auf dem Weg zum Krankenhaus, als er plötzlich falsch abbog und sich im Kinderzimmer wiederfand. Er drückte so viele Knöpfe, dass er versehentlich alle Babys aufweckte. In der Hoffnung, die Babys wieder zum Schlafen zu bringen, erzählt er ihnen eine Gute-Nacht-Geschichte, während er die Babys hin und her wirft und jongliert. Da wissen Gomez und Morticia, dass Mastella vielleicht die Wahrheit sagt und dass Wednesday nicht ihre Tochter ist. Gomez und Morticia beschließen, sich von einem Familienfeuer zurückzuziehen, um zu besprechen, was zu tun ist. Gomez schlägt vor, sich mit jemandem zu treffen, der vielleicht alle Antworten hat, die sie suchen. In der Zwischenzeit hat sich Wednesday an die beiden herangeschlichen und ihr gesamtes Gespräch mitgehört. Der nächste Halt auf ihrer Reise war in Miami. Die Addams Family genießt einen Tag am Strand, während Wednesday ein paar Jungs schikaniert, die ihr zufällig über den Weg laufen. Sie geht sogar so weit, dass sie auch Pugsley schikaniert. In der Zwischenzeit gibt Fester vor, ein Hai zu sein und alle zu verscheuchen, um Pugsley klarzumachen, dass er eine andere Art von Aufmerksamkeit auf sich ziehen muss. Plötzlich taucht derjenige auf den Gomez gewartet hat. Gomez' Cousin, der sich ihrem Familienausflug anschließen wird. Die Addams Family macht sich auf den Weg zu ihrem nächsten Ziel. San Antonio, Texas. Gomez und Morticia geraten in Panik, als sie sehen, dass Mastella ihnen immer noch an den Fersen ist. In der Hoffnung, die Kinder abzulenken, schlagen Gomez und Morticia ein lustiges Familienreisespiel vor. Blurch, der Butler der Addams Family, schlägt Mastella und seine Handlanger versehentlich in einen Heuballen. Abseits der Straße machen Gomez und Morticia einen kleinen Umweg, um sich von ihren Verfolgern zu verstecken und fahren direkt zum Alamo. In der Hoffnung, Wednesday vor Mustella verstecken zu können, meldet Gomez sie für die nächste, der Little Miss Ralapeno-Wahl an. In der Zwischenzeit zieht sich der Rest der Familie etwas weniger Auffälliges an, da sie mit ihren üblichen Outfits eher auffallen. Wednesday beschließt, sich gegen die anderen Mädchen zu wehren, weil sie zur Teilnahme an der Misswahl gezwungen wurden. Die Show endete damit, dass alle Mädchen in rote Farbe getaucht waren. Als Mastella näher kommt, schreit Gomez und behauptet, Mastella sei ein bekannter Talentmanager und alle stürzen sich mit der Hoffnung auf Ruhm auf ihn. Die Addams Family nutzt die Aufregung, um zu fliehen. Nach all der Aufregung beschließt Wednesday, ihre Eltern zur Rede zu stellen. Sie hat bereits einen Verdacht, aber Gomez versucht immer noch, ihren Fragen auszuweichen. Nach einem Ratschlag beschließt Gomez, dass sie sich einen Ort suchen müssen, an dem sie sich verstecken können, bis sich die ganze Sache gelegt hat. Am nächsten Tag erreichten sie den Grand Canyon. Während sie auf die Weiten des Grand Canyon starren, kommt ein Flugzeug vorbei. Morticia nimmt Wednesday für ein kurzes Gespräch beiseite und schenkt ihr eine Halskette, die an alle Frauen von Adam weitergegeben wurde. Gerade als sie dachten, sie hätten einen Mutter-Tochter-Moment, sprengt Pugsley plötzlich den Grand Canyon mit Sprengstoff in die Luft. Gomez konfisziert Pugsleys Fernbedienungen, da er ein großes Theater macht, das die Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen würde, während sie sich eigentlich verstecken sollten. Später kann Wednesday nicht anders, als die Halskette anzustarren, die ihre Mutter ihr geschenkt hat, als sie plötzlich Mastella dabei erwischt, wie er ihr in die Falle geht. Entschlossen, Antworten zu bekommen, befragt Wednesday ihn, als plötzlich sein Telefon klingelt und sie herausfindet, dass Cyrus Strange alles arrangiert hat. Angesichts dieser Möglichkeiten beschließt Wednesday, die Dinge ein für allemal selbst in die Hand zu nehmen und ihre und die DNA ihres Vaters zu testen, um zu sehen, ob sie übereinstimmen. Nach eindeutigen Beweisen ist sie zu dem Schluss gekommen, dass sie keine Addams ist. Wednesday beschloss, wegzulaufen und ihrer alten Familie eine Nachricht zu hinterlassen, als sie merkte, dass sie nicht allein war, denn Lurch war direkt hinter ihr. In der Zwischenzeit hat Gomez im Wohnwagen beschlossen, Wednesday zu verfolgen und sie nach Hause zu bringen. Gerade als sich die Addams Family zusammengerauft hat, bemerken sie die Veränderung an Festers Körper. Wednesday und Lurch begegnen auf dem Weg zu einer örtlichen Bar einer Biker-Gang. Wednesday hofft auf eine schnelle Kneipenschlägerei, als Lurch plötzlich anfing, Klavier zu spielen und die ganze Bar mit ihm sang und tanzte. Wednesday und Lurch gelingt es, mit den Bikern nach Sausalito zu fahren, wo ihre angeblichen Eltern leben. Wednesday lernt schließlich ihre angeblichen Eltern kennen und glaubt, dass das, was sie behaupten, wahr ist. Cyrus versucht durch gemeinsame Interessen und Experimente eine familiäre Bindung zu Wednesday aufzubauen, wird aber unterbrochen, als die Addams Family bei ihm zu Hause eintrifft. Gomez und Morticia versuchen, Wednesday zu überreden, mit ihnen zurückzukehren, müssen sich aber mit der traurigen Tatsache abfinden, dass Wednesday sich entschieden hat zu bleiben. In der Zwischenzeit verliebt sich Pugsley auf den ersten Blick in Ophelia, die ehemalige Tochter von Cyrus, die seine Interessen teilt. Später erfährt Pugsley, dass Ophelia ein Schwein ist und teilt dies seinen Eltern mit.
Im Dunkeln schleichend erscheint Cyrus vor ihnen und gibt zu, dass seine sogenannte Frau und seine Tochter Tiere sind, denen er menschliche Züge verliehen hat. Es fällt ihm schwer, ihre menschlichen Gestalten beizubehalten, da sie nach einiger Zeit immer wieder in ihre ursprüngliche Form zurückkehren. Später stellt sich heraus, dass Cyrus nur hinter Wednesdays Experiment her war, dass das vervollständigte, was seinem Experiment fehlte. Im Labor hat Wednesday die Formel endlich fertiggestellt. Sehr zur Freude von Cyrus. Er überrascht Wednesday mit der Adams Family in Reagenzglasbehältern und bietet ihr an, ihre ersten Testpersonen zu sein. Cyrus schlägt vor, die lästigen Angewohnheiten ihrer Familie zu entfernen und sie durch die von Wednesdays gewünschten Eigenschaften zu ersetzen. Cyrus erklärt, welche weltverändernden Auswirkungen ihr Experiment hätte und wie viel Geld sie damit verdienen würden. Wednesday lehnt die Veränderung der Adams Family ab und versucht, Cyrus aufzuhalten. Wednesday schaltet Lurch ein, der mit Pongo, Cyrus' Handlanger, kämpft. Es stellt sich heraus, dass Lurch und Pongo eine gemeinsame Vergangenheit haben, wobei Pongo sich auf ihre Seite schlägt. Sie schalten Cyrus aus und befreien die Adams Family. Cyrus wird in sein böses Gebräu gedrängt, das ihn in eine riesige geflügelte Bestie verwandelt. Als Cyrus, der sich in eine Bestie verwandelt hat, versucht, die Adams Family zu rächen, nimmt Fester, der sich in einen riesigen Oktopus verwandelt hat, es mit ihm auf. Fester schafft es, Cyrus zu packen und stößt ihn von der Klippe. In der Zwischenzeit stirbt Fester durch die Veränderungen an seinem Körper. Wednesday erkennt, dass sie ihn mit der Halskette, die Morticia ihr gegeben hat, zurückverwandeln kann. Als alles wieder so ist, wie es war, erkennt Wednesday, wie wichtig es ist, anders zu sein und zu einer Familie zu gehören. Die Adams Family kehrt in ihr Haus zurück, wo eine rauschende Party ansteht. Anstatt wütend zu werden, lässt sich Morticia darauf ein und feiert mit dem Rest ihrer Familie mit. Gomez erklärt, dass Wednesday anfangs ein nicht eindeutiges DNA-Ergebnis hatte, weil Gomez in der Vergangenheit alle seine Haare verbrannt hatte und seither Fake-Haare trägt.